von Need for Speed Most Wanted. Und wir starten direkt im Safe House, weil ich vorhatte, gegen die erste Blacklist-Nummer hier zu kämpfen. Ach, guck mal, wir können direkt gegen den kämpfen, indem wir die 2 drücken. Und ich glaube, wir machen den Sonny jetzt einfach mal platt. Oder ich hoffe, dass wir ihn platt machen. Ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal. Okay, es gibt 2 Rennen. Und es sind 2 Rundenkurse. Okay, dann fordern wir mal heraus und gucken mal, was das Ganze so bringt. Geben wir unser Bestes. Okay, erstmal Ladebildschirm und dann geben wir unser Bestes. Tja, da ist er auch schon. Wir dürfen gegen den kleinen Sonny fahren. Ja, wie bereits gesehen, fährt er den schicken kleinen Golf. Ja, ohne Spoiler, Alter. Es geht ja gar nicht. Also wenn wir die Karre gewinnen sollten, dann kommt da ein Spoiler drauf. Ganz klare Sache, ohne Spoiler läuft da nix. Aber erstmal müssen wir gegen den Sonny überhaupt gewinnen. Aber die erste Runde ist jetzt noch, okay, ich wollte schon fast sagen, relativ leicht. Der lässt sich ganz gut überholen, vor allem in Kurven. Aber auf gerader Strecke, da kommt der junge Mann doch direkt wieder nah. Ich glaube, wir könnten versuchen, ihn mal abzudrängen. Das könnte funktionieren. Im Endeffekt sind ja eh nur wir zwei hier. Also jetzt hier in solchen Momenten, da fährt er dann doch wieder relativ langsam. Okay, abdrängen nicht so gut. Funktioniert nicht unbedingt. Super, das hat er jetzt sofort genutzt und hat ein bisschen Vorsprung aufgebaut. Und fährt natürlich direkt wieder alles da zu Schrott. Bremst uns aus. Lässt uns irgendwo reinfahren. Alter, was ist das für ein unfairer Fahrpenner-Typ? Da habe ich einmal was Unfaires versucht und dann macht er das nur so. Ah, okay, wegdrängen funktioniert nicht wirklich. Schade, okay, dann müssen wir ihn einfach überholen. Ja gut, bis jetzt geht das irgendwie ganz gut. So, wir fahren auch, ha, direkt die Abkürzung, die er nicht kennt. Das ist doch spitze. Okay, hier können wir nicht rein. Schade, dann fahren wir lieber außen rum. Das lohnt sich ja nicht, weil der beschleunigt außen einmal richtig. Und wir hängen dann hinterher. Hier wäre auch eine schöne Abkürzung, die wir nicht nehmen können. Gut, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir vom Ziel Erster werden. Alles andere ist eigentlich fast egal. Er darf keinen riesen Vorsprung aufbauen, wenn er mal Erster ist, aber solange wir kurz vorm Ziel Erster sind und auch als Erster durchs Ziel kommen, ist alles okay. Aber auf gerader Strecke ist er irgendwie nicht ganz so gut. Und jetzt stellt er sich quer. Fährt wieder gerade. Alter, was macht der Junge da? Kann der denn nicht Auto fahren oder was? Naja, wenn er das hier immer macht, dann dürfte es nicht allzu schwer werden. Das Problem ist nur, dass da noch ein zweites Rennen ansteht. Und noch eine zweite Runde. Gut, die erste Runde hätten wir jetzt mit ein bisschen Vorsprung überstanden. Die zweite Runde fahren wir dann auch schnell durch, in der Hoffnung, dass er uns nicht mehr kriegt. Ja, wenn wir den Vorsprung behalten, dann dürfte das auch, dann dürfte der Traum wahr werden, dass wir gewinnen. So, wir nehmen hier alles auseinander. Kostet zwar Zeit, aber so viel Zeit kostet es jetzt auch nicht. Okay, in den Kurven brauche ich gar nicht bremsen. Der Punto, der schafft das auch so. Ja, schafft er auch so, da muss ich nicht unbedingt bremsen. Aber Nitro wäre schon schön gewesen, dann hätte ich wenigstens mit ein bisschen mehr Speed aus den Kurven gehen können. Ich glaube, gerade bei dem Gegner ist das eine ganz gute Idee. Aber der kommt nicht mehr näher. Ich dachte, das wird jetzt ein richtig krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Gerade weil er am Anfang so stark war, aber jetzt auf einmal hängt er da hinten und kommt einfach nicht nach. Ist schon witzig, der Typ. So, diesmal fahren wir nicht die Abkürzung. Wow, ist hier viel los, die wir vorhin gefahren sind. Wir fahren einfach durch. Weil auf der Geraden jetzt steht er wieder quer. Junge, was macht der denn? So, auf der Geraden hat er nämlich gerade... Oh, wir hätten daher fahren können. Auf der Geraden hat er hier nämlich schön beschleunigt. Ja, man kann besser hier durchfahren. Ja, das geht deutlich besser. Gut, aber ist jetzt sowieso die letzte Runde. Ah, jetzt beschleunigt er ordentlich. Ich glaube... Oh, und ich achte auf die Karte und nicht auf den Verkehr. Das ist nicht so schade. Ich glaube, er kommt nochmal kurz vom Ziel an. Alter, jetzt kommt er aber. Jetzt zieht er durch, der Junge.
Hoffentlich kriegt er uns nicht. Hoffentlich kriegt er uns nicht. Hoffentlich kriegt er uns nicht. Ne, jetzt hängt er wieder da hinten. Ja. Der fährt auch diese komische Abkürzung da, die wir gerade gefahren sind, die keine wirkliche Abkürzung ist, aber irgendwie fährt er total komisch. Aber der ist jetzt unheimlich nahe schon gekommen, wenn man mal bedenkt, wie weit der vorhin weg war. Aber gut, wir haben gewonnen, die Ziellinie ist überquert, tja. So, wir kriegen noch kein Geld. Wir machen einfach weiter. Ja, wir hätten... So, und damit sind wir beim zweiten Circuit, diesmal in den Highlands. Mal sehen. Ich glaube, auch diesmal dürfte es nicht allzu schwer werden. Glaube ich. Hoffe ich. Ne, die zweite Runde, das war eigentlich immer so, dass die zweite Runde deutlich schwerer war als die erste. Mal sehen, ob das diesmal auch so der Fall ist. Aber der kleine Punto ist nicht schlecht, der ist gut. Ah, super Abkürzung. Ah, nein, doch keine super Abkürzung, shit. Okay, die war nicht so gut. Ja, hat er uns überholt. Okay, hätte ich nicht durchfahren dürfen, oder wenn besser. Ah, jetzt eine gerade Strecke, da baut er natürlich ein bisschen Vorsprung auf. Jetzt müssen wir reinhauen. Und er fährt die schöne Abkürzung hier. Aber die kenne ich ja auch. Also wird das nichts, Freundchen. So, wo müssen wir denn... Ach ja, wir müssen einfach geradeaus hoch. Super, dann kann ich ihn vielleicht überholen. Ja, ich kann ihn gleich noch kriegen. Oder in ihn reinfahren. Komm, 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 komm. Jetzt wird's eng. Okay, er bremst ab. Okay, ein richtiger Gentleman hat uns den vorgelassen. Mal sehen, was das zu heißen hat. Aber wir bauen gerade wieder ein bisschen Vorsprung auf. Das ist gut, das ist gut. Da müssen wir jetzt nur noch vorne bleiben. Zwei Runden auch diesmal. Dann kürzen wir mal wieder schön ab. Mal sehen, was der junge Mann macht. Der kürzt auch ab. Super. Dann bringen uns die Abkürzungen ja nicht allzu viel. Aber insofern ist es gut, dass wir nicht außenrum fahren und er dann abkürzt. Und dementsprechend schneller wäre. So, ich glaube, ich gehe nochmal auf Risiko und fahre nochmal da durch, aber diesmal besser. So. Ich muss es ja spannend machen. Aber ich glaube, die war nicht so gut. Die war nicht gut. Nein, die war definitiv nicht gut. Aber egal, wir schaffen das. Wir müssen einfach nur jetzt Gas geben. Der bremst den... Was ist das für ein... LOL. Nein, hat er ja richtig gut gemacht. Der Horst. Alter. Wegdrängeln gilt hier nicht. Das war richtig unfaires Gameplay, was der hier macht. Okay, den ziehen wir jetzt ab. Den ziehen wir richtig ab. Nochmal so wie vorhin. Oh nein, oh nein, das... Alter. Jetzt wird's... Ah, okay. Tschö. Unsere Karre beschleunigt irgendwie schneller als seine. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich den haben möchte. Oder vielleicht fährt der Sonny auch einfach nur total schlecht. Aber gut, das ist auch der erste Gegner der Blacklist. Ich denke, das hängt mit dem einen sowohl auch mit dem anderen zusammen. Aber die Ziellinie ist nicht mehr weit, er ist wieder weit hinten. Also irgendwie ist er schon dubios. Der macht das extra. Und gleich beamt er sich vor uns und dann verlieren wir doch. Nee, nee, das ist ja... Das gibt's hier nicht. So. Schön durch die Kurve gedriftet. Wunderbar. 5000 kriegen wir dafür. Da können wir ein Motor-Upgrade machen. Continue. Dann hätten wir ihn doch eigentlich... Congratulations. Yay, wir können... Okay, wir können zwei Sachen auswählen. Hier haben wir sicher, dass wir was kriegen. Hier ist was für die Optik. Okay, entweder Optik, also lackmäßig, Karosserie oder Leistung. Und wir können hier was gewinnen. Geld? Wie viel haben wir gekriegt? 10.000. Dann machen wir mal rechts, links, rechts, links. Ich mache rechts. Oh, schade. Get off free. Hier wäre das Auto gewesen. Nein! Manu, ich hätte das Auto so gern gehabt. Na gut, Blacklist 14 ist der nächste. Tess. Okay. Ja, this crazy fool is a major heat score. Also dieser Typ ist total komisch. Ich glaube, den Text lasse ich mal. Ist ja sowieso auf Englisch. Der fährt den Lexus IS 300, nicht 3000. Na guck mal, kriegen wir da was zu? Ja, ein Video.
Schicke Karre fährt er. Definitiv. Die Musik war auch cool. Ich hoffe, dass kein Copyright-Dings ist, aber sonst. Ja, wir haben jetzt Sony besiegt. The Local Shops are gonna. Ach, wir können jetzt ein paar Upgrades machen. Dann gucken wir mal. Ja, wir haben ja jetzt mit Sicherheit auch neue Sachen freigeschaltet. Warte, hinter uns ist direkt ein Shop. Dann gucken wir einfach mal. So, mal gucken, was gibt's denn? Direkt sehe ich jetzt nichts Neues. Performance müssten wir eigentlich was machen können. Wir haben 16.000, Alter. Nitro, können wir Nitro machen? Ja, können wir. Super. Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir, bevor wir Nitro machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Fahren wir im Shop vorbei. Wir müssen nämlich rein theoretisch auch ein paar neue Autos kriegen können. Yes, set a marker. Dann fahren wir mal rüber in den Shop und gucken mal. Eventuell müsste da ja was Neues sein. Dann sprengen wir einfach mal die Tankstelle in die Luft, weil wir es können. Ach, bösartig. Und dann heizen wir so schnell es geht rüber. So, wo ist denn der Shop? Der ist weiter unten. Oh, der will, dass wir abkürzen. Dann kürzen wir auch ab. Mein, wenn das so Pflicht... Also wenn das jetzt ja, verpflichtend ist. Oh. Warte, da oben ist ein Meilenstein. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Gibt's noch mal ein bisschen Kopfgeld. Yes! 4500. 101 mph, das sind... Oh super, wir haben die Connection gelostet von GPS. Die Polizei redet uns dazwischen, weil sie sehr unfreundlich ist. Super, wir müssen ein bisschen vorsichtiger fahren. Und wir waren trotzdem zu schnell. Na super. Polizei haben uns erwischt. Wir geben Vollgas in Richtung... Ja, in Richtung Autohändler. Ist mir völlig wurscht, Junge. Ja. I don't care. Wow, der war hartnäckig. Der war richtig hartnäckig, der Polizist. Oh, da kann man nicht durch. Super. Ja, haben wir direkt gewonnen. Super, gibt's ein bisschen Kopfgeld. 750. Irgendwie sowas. Ja, 750, 28.250 haben wir jetzt insgesamt. Ein bisschen hin und her Slalom fahren. Ja. Pech gehabt, Leute. War wohl nix. Ich war zu schnell. Und der Polizist war nicht wirklich hartnäckig. Der hat sich einfach nicht wirklich dafür interessiert. Einfach direkt, ja, okay, da ist einer. So, wir sind gleich da. Ich hätte noch ein bisschen runterfahren können, aber egal. Dann fahre ich eben hier runter. So, dann müssten wir jetzt da sein. Da ist ja ein Shop. Wunderbar, dann fahren wir mal eben vorbei und gucken mal. Vielleicht können wir uns ja was Neues holen. Man weiß es nicht. So, der Lexus wäre noch da. Dann haben wir den... Ja, den haben wir ja schon. Der Kobalt, den können wir uns jetzt auch holen. Aber der kostet 35.000. Ein TT können wir auch. Der kostet auch 35. Der kostet nur 32. Audi. Ja, den können wir uns leider nicht holen. Da müssen wir noch ein paar Leute besiegen. Hier sind ja noch jede Menge schicke Autos. Nein! Also welches Auto ich gerne hätte, ist... Erstmal die Corvette, die finde ich super. Und den Gallardo. Oh, und den hätte ich auch gern. Ach, da sind auch so viele Autos, die ich gern hätte. Aber ich würde sagen, wir können uns eh nichts kaufen. Also, gehen wir wieder raus. Also, ist nichts wirklich Interessantes, weil die sind sehr teuer, die Autos. Am Anfang hat man leider noch nicht ganz so viel Geld. Dann fahren wir einfach mal hoch zum Shop. Und gucken mal, vielleicht kriegen wir da was Schickes. So wie Nitro. Oder sonst irgendwie so. Ja, dann bin ich auch falsch gefahren. Mensch. Und ich will mich hier auskennen. Ha. Dass ich nicht lache. Aber die Kurve haben wir ganz gut gekriegt. So, ich habe Vorfahrt. Haha. So, und dann sind wir jetzt gleich da. Mal gucken, ein bisschen Nitro wäre cool. Oh. Achtung. So, dann gucken wir mal, dass wir Nitro oder sowas kriegen. So, Engine könnten wir auch machen, aber ich hätte gern Nitro.
Wie viel kostet denn? 4.900. Okay, das Pro-Kit. Das packen wir direkt mal rein. Yep, Nitro machen wir definitiv. Dann Parts. Hätte ich auch gerne mal was. Ein Body-Kit. Wie viel haben wir noch? 11.000 haben wir noch. Könnten wir uns holen. Kostet auch 5.000. Sieht aber nicht ganz so schick aus. Also das hier finde ich deutlich schöner. Das können wir nicht holen. Dann gucken wir mal, wie schaut denn das hier... Achso, mit 4. Okay. Achso, nein. Hä, wie kann ich mich denn jetzt umgucken? Ach, mit 3. Okay. Okay, so schaut das aus. Das ist jetzt nicht so... Ne, warte, ist das das? Ja, das ist das. Ist jetzt nicht so spektakulär. Also da sehen die anderen schon cooler aus, ne? Und wie sieht das hier aus? Gucken wir mal. Ja, geht so, ne? Also ist jetzt nicht allzu spektakulär. Ich glaube, ich lasse das einfach mal. Da machen wir einfach mal eine neue Farbe. Am besten was Dunkles. Ich weiß immer noch nicht, wie man das... Okay, mit F1 und F2, da geht nichts. Mit Shift auch nicht. Steuerung, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Vielleicht das hier. Ich weiß nicht, wie man die Seite hier wechselt. Ich hätte gern einen anderen Lack. Es steht auch hier nirgendwo, wie ich den, die Lackart wechsle. Schade. Hallo. Ich glaube, da muss ich echt mal ein bisschen ausprobieren. Oder gucken. Na, ich würde sagen, wir machen erstmal schwarzen Lack für 500. Und dann gucken wir mal. Vinyls, Rim Paint, Widow Tint haben wir ja schon. Numbers lassen wir mal. Rim Paint. Ja komm, wir machen gleich auch mal neue Rims drauf. Dann machen wir mal ein paar Schicker. Hier die Flamme. Die sieht auch ganz schick aus. Oder ein paar Flammen, ja, überhaupt. Die ist ja, das ist ja... Nee. Ich fand die erste eigentlich schon ganz schick. Ich glaube, die nehmen wir auch mal. Für außen hätte ich ja gerne gelb. Und für innen, was ich dann irgendwie nicht auswählen kann. Ja, irgendwie funktioniert das nicht ganz. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade, dass ich nicht weiß, wie das geht. Hm, muss ich mal gucken. Aber ich würde sagen, wir haben sowieso die Zeit überschritten. Wir kaufen das einfach mal so. Das kann man ja hinterher noch ändern. Ja, das kaufen wir so. So, zack. Dann ist der noch ein bisschen gepimpt. Da sieht er ein bisschen schicker aus. Wir müssen mal gucken. Oh ja, schwarz. So, warte, einmal kurz hier. Schick, schick. Okay, dann würde ich sagen oder hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten Folge auch wiedersehen. Und sagt dann auf Wiedersehen.